Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem T3 Campus. Im heutigen Video zeige ich dir, wie du deine erste Typo 3 Extension mit dem Composer installieren kannst. Wenn du dich mit dem Composer noch gar nicht auskennst, dann schaue dir die vorherigen Folgen zu dieser kleinen Miniserie an. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Dann wünsche ich dir ansonsten viel Spaß mit dieser Folge. Ich möchte in diesem Video zeigen, wie du eine Extension für eine Composer-basierte Typo 3 Installation erstellst. Im Prinzip erstellst du die Extension exakt gleich wie bei einer normalen manuellen Typo 3 Installation. Für den Composer benutzt du dann lediglich composer.json mit folgender Mindestanforderung. Damit unsere Extension auch als Typo 3 Extension akzeptiert wird, brauchen wir noch eine ext-emconf.php-Datei. Und auch hierzu gibt es eine Vorlage in der Typo 3 Dokumentation. Beide Vorlagen und beide Links zu den Vorlagen findest du nochmal in den Shownotes. Damit du deine Extension nicht bei packages.org oder einer anderen Paketmanager hochladen musst, kannst du die Extension auch in einer lokalen Repository ablegen. Um eine lokale Repository anzulegen, geht man dann wie folgt vor. Ich bin hier in meinem Document Root von meiner DDEV-Umgebung und hier erstellen wir dann als allererstes einen Ordner, der dann als lokale Repository dient. In diesem Fall habe ich den Extensions genannt und da liegt bei mir auf derselben Ebene wie der Public-Ordner, was dann der eigentliche Document Root von meiner Typo 3 Installation ist. Und im Extension-Ordner liegen dann unsere lokalen Extensions. Das heißt, wir erstellen erstmal einen Ordner Extensions, der dann bei dir leer sein muss. Danach müssen wir diesen Ordner als Repository registrieren. Das geht in der Composer.json-Datei von deiner Typo 3 Installation. In diesem Fall ist es meine hier. Wenn wir die dann öffnen, dann sehen wir hier die gesamte Composer.json-Datei von Typo 3. Und hier gibt es in der normalen nackten Installation noch keinen Abschnitt, den wir benötigen. Deswegen habe ich ihn jetzt zum Schluss eingefügt, nämlich diesen hier, Repositories. Und dann kann man Repositories angeben. Und hier geben wir dann unseren lokalen Ordner Extensions an als Repository. Wichtig ist hier, oder hier ist zumindest so eingestellt, dass dann Symlinks erstellt werden. Was das für Auswirkungen hat, sehen wir dann gleich. Also diesen Teil musstest du dann hinzufügen. Falls du dann doch einen Abschnitt Repository hast, musst du halt diesen Abschnitt hinzufügen, damit er als solches akzeptiert wird. Danach können wir dann die eigentliche Extension in unseren Extensions-Ordner ablegen. In meinem Fall war das hier die basic-extension. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann müssen wir diese Extension installieren, denn nur das reine Reinschieben in die Repository quasi hat, bedeutet nicht, dass sie in die Typo 3 installiert ist. Für Typo 3 ist es erstmal genauso gut, als wäre sie bei Packages und da wäre sie auch noch nicht automatisch in einem System installiert. Damit sie installiert wird, muss man dann den Composer benutzen. So, ich bin jetzt in unserem Root-Ordner von meiner Typo 3-Umgebung und wenn ich jetzt hier dir mache, dann siehst du, hier ist dann der Ordner Extension. Jetzt können wir ganz einfach mit dem Composer unsere Extension installieren. Normalerweise würden wir dann so Folgendes schreiben: Composer, require, dann der Vendor-Name, ist mein Fall Slavely, dann Basic, also der Name der Extension, was in meinem Fall dann Basic Extension ist. Da das jetzt hier aber nur eine lokale Repository ist, müssen wir jetzt noch Doppelpunkt add dev schreiben. Und ich muss noch, weil es eine DDEV-Umgebung ist, noch dem Composer-Befehl, den Befehl DDEV voranstellen. Wenn wir dann Enter drücken, dann wird unsere Extension installiert. In meinem Fall hatte ich diese schon installiert, deswegen macht ihr jetzt nichts. In deinem Fall wird er sie frisch installieren. Und was bedeutet das? Wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal im Browser angucken, hat er dann unterhalb vom Vendor unseren neuen Ordner, nämlich den Vendor-Ordner erstellt, Slavely, und dann hier unter anderem meine Basic Extension als Symlink erstellt. Und der Symlink wiederum verweist dann auf den Ordner Extensions, Basic Extension. Das heißt, wenn du Ender und Extension machst, reicht es dann, wenn du diese Dateien hier überschreibst und dann sind die dann sofort gültig. Genau, und auf diese Weise hast du jetzt deine erste lokale Extension mit dem Composer installiert. Du siehst, der Composer ist nicht so schwierig, zumindest wenn alles fehlerfrei abläuft. Es ist leider alles sehr konsolenlastig, was mich persönlich schon stört. Zusätzlich ist die Konfiguration schon sehr nerdig, dafür bekommt man aber stabilere Systeme. Alles hat eben Vor- und Nachteile.
Ich möchte dieses Video damit beenden und hoffe dir, dass das Video dir gefallen hat. Wenn ja, dann schreib mir das in die Kommentare. Schreib mir auch, was du über den Composer denkst und schreib mir gerne Ideen für weitere Videos auch zum Thema Composer. Ansonsten lass mir doch ein Like da und abonniere meinen Kanal, wenn du mehr von mir sehen oder hören willst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.